Es läuft und läuft und läuft, auch 2016 noch. Wir statten der faszinierenden Welt des deutschen Rollenspiels Gothic einen Besuch ab, pünktlich zum großen Jubiläum der RPG-Serie. Hey du, neu hier, was? Nee, also neu ist Gothic garantiert nicht. Tatsächlich hat es jetzt schon 15 Jahre auf dem Buckel. Im Erstlingswerk von Entwickler Piranha Bytes spielen wir einen Helden namens... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Na gut. Als namenloser Held sollen wir eigentlich nur einen Brief überbringen, schließen uns aber bald einer von drei Gilden an und bekämpfen Orks sowie anderes Getier. Das alles findet hinter einer magischen Barriere statt. Das Minental wird vom König nämlich als Gefangenenlager benutzt. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Diese Welt voller, Arschlöcher übt auch heute noch eine starke Faszination auf den Spieler aus. Sie ist schön kompakt und nicht mit Sammelaufgaben vollgestopft wie moderne Open-World-Spiele. Alles ist handgemacht und am Wegesrand finden sich immer wieder kleine Schatzverstecke oder Nebenquests. Kartenmarkierungen gibt's hier übrigens keine. Stattdessen müsst ihr das Minental selbst erkunden und euch mit den reichlich ruppigen Umgangsarten seiner Bewohner arrangieren. Dabei hat jedes Lager seinen eigenen Stil und die drei Gilden unterscheiden sich deutlich. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Verpiss dich. Du bist heute nicht so gut drauf, was? Ich glaube, ich komme mal besser mit. Die Gothic-Welt ist hart und erbarmungslos. Kämpfe sind knifflige Angelegenheiten, auch wegen der schon bei Release umständlichen Tastatursteuerung. Ja. Langweiliger Kampf. Dafür punktet die Atmosphäre. Sehr viele Gegenstände lassen sich benutzen und die NPCs haben eigene Tagesabläufe. Das war 2001 etwas Besonderes, denn dadurch fühlt sich die Spielwelt unerreicht lebendig an. Die Umgebung ist eben nicht nur Kulisse. Der Held kann schlafen, Erz schürfen, Fleisch braten und so ziemlich alles einstecken, was in der ohne Ladezeiten begehbaren Welt herumliegt. Prost! Der Eindruck einer virtuellen Realität wird noch verstärkt durch die glaubwürdigen Reaktionen der NPCs. Raus aus meiner Hütte oder ich ruf die Wachen! Wer Gebäude unerlaubt betritt oder im Blickfeld von Charakteren deren Silberbesteck klaut, wird rigoros bestraft. Vergessen wir unseren kleinen Streit. Ich hab mich schon richtig an dich gewöhnt. Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Im Rückblick interessant ist die Art, wie Gothic die Fähigkeiten des Helden darstellt. Anfangs ist er noch ein kleines Würmchen und hackt reichlich ungeschickt auf seine Gegner ein. Doch je mehr Erfahrung der Protagonist sammelt und je weiter er im Level aufsteigt, umso eindrucksvollere Hiebkombinationen lässt er vom Stapel. Kannst du mir was beibringen? Ja. Ganz klassisch muss man in Gothic Lernpunkte bei Lehrern ausgeben, um Attribute und Fähigkeiten zu verbessern. Dieses Prinzip gefiel Piranha Bytes so gut, es kam bei allen Nachfolgern sowie der Risen-Serie zum Einsatz. Im Grunde machen die Deutschen seit über 15 Jahren immer wieder dasselbe Spiel. Viel zu lernen. Hey Mann, du hast mich geschlagen! Was sollte das? Ich schlag dich gleich nochmal. Ich stehe auf Schlagen. Mann, was bist du denn für ein Freak? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben! Der typische Piranha-Bytes-Humor hat ebenfalls die Zeiten überdauert. Gothic wirkt manchmal wie ein Spiel für Fantasy-Proleten. Die Charaktere riskieren eine dicke Lippe und sprechen frei von der Leber weg. Das passt zum Setting, denn immerhin haben wir es mit Gefängnisinsassen zu tun. So charmant das alles ist, Gothic hatte auch eine Menge Probleme. Die Inventarbedienung stammt etwa direkt aus der Hölle. Und die vielen Bugs der Release-Version wurden erst durch mehrere Patches ausgebügelt. Dazu waren die Hardware-Anforderungen 2001 astronomisch hoch. Und der vage Sexismus im Spiel würde heute wohl für so manch hochgezogene Augenbraue sorgen. Legendär ist Gothic aber trotz all dieser Mängel, denn mit Gothic zeigte Piranha Bytes Anfang des neuen Jahrtausends, dass auch in Deutschland tolle, umfangreiche Rollenspiele entstehen können. In Sachen Atmosphäre, Wiederspielwert und Weltdesign können sich selbst heute nicht viele RPGs mit Gothic messen. Auf diesen Erfolg darf man sich auch gerne mal eine Wasserpfeife anstecken. Daher wünschen wir recht herzlich Happy Birthday Gothic!
Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere.